Ja, meine Damen und Herren, drei Themen. Das erste Thema FDP, Rückzug von Westerwelle. Zweites Thema Debatte um Energiewende und Atomausstieg. Drittes Thema Diskussion in der Vorstandssitzung, geschäftsführenden Vorstandssitzung über eine weitere Debatte in der Partei aus Konsequenzen aus dem Wahlkämpfen. Als erstes zur FDP. Das sind natürlich in erster Linie Personalentscheidungen, die dort fällen von der FDP selber. Wir setzen uns mit der Politik der FDP auseinander. Im Übrigen, wir haben dazu die Position, dass weniger Westerwelle als Person abgestraft wurde, sondern die Politik der FDP. Und diese Politik der FDP waren eben die Mövenpick-Steuer, es war das Festhalten an der Atomenergie, es war eine Blockadepolitik gegen Mindestlöhne. Und darauf ist zurückzuführen, dass diese Partei den Zuspruch der Wähler in eklatanter Weise verloren hat. Es war eine falsche Politik. Im Übrigen, wenn Michael Spreng, der ehemalige Chefredakteur der Bild am Sonntag, erklärt, dass die FDP streckenweise als parlamentarischer Arm des Bundesverbands der deutschen Industrie erschienen ist, dann können wir dem nur zustimmen. Das war das eigentliche Problem, eine reine Klientelpolitik für die Besseren und Bestverdienenden in dieser Republik beziehungsweise für die großen Unternehmen. Was soll sich nun ändern? Rösler steht für eine unsoziale Gesundheitspolitik, er steht für Kopfpauschale, für Zweiklassenmedizin und Lobbypolitik. Also wir können da nicht in einer kleinen Weise eine Änderung des politischen Profils der FDP erkennen. Herr Lindner hat sich vor allen Dingen dadurch hervorgetan, dass er den Staat als sozialen Schwächling bezeichnet hat. Also er steht ebenfalls für eine Sozialpolitik, für eine Politik, die eher den Rückzug des Staates im Vordergrund hat und weniger einen vernünftigen, starken Staat im Interesse der Bürger. Und Herr Bahr hat sich als Chef der NRW-FDP vor allen Dingen durch einen drastischen Kurs von Sozialabbau hervorgetan. Also wir können aus keinem der personellen Vorschläge, die wir gegenwärtig in der FDP sehen, in irgendeiner Form einen Kurswechsel der FDP erkennen, sondern eher ein Weiter-so mit einem anderen Gesicht. Es ist alter Wein in neuen Schläuchen und im Übrigen, ich halte es für einen PR-Gag, dass nun publikumswirksam Herr Westerwelle schrittweise seinen Rückzug deutlich macht aus einer Politik, die die anderen Akteure genauso mitvertreten haben wie er selber. Das zweite Thema Energiewende und Atomausstieg. Die Katastrophe in Japan hat das Koordinatensystem der Politik in der Bundesrepublik insgesamt verschoben. Es geht zurzeit auch nicht mehr um die Frage Ausstieg ja oder nein, sondern eigentlich nur noch um die Geschwindigkeit dieses Ausstiegs. Und das ist insgesamt gut so. Allerdings, das, was nun Schwarz-Gelb praktiziert, ein Moratorium, das offensichtlich auf so schwachen Beinen steht, dass die Atomriesen, die Atomkonzerne, mit guten Aussichten dagegen klagen, das ist nun wirklich absolut unakzeptabel. Es geht nicht mehr um irgendwelche Erlasse, die eine Bundesregierung machen kann. Es kann nur darum gehen, dass man auf vernünftiger gesetzlicher Grundlage, ohne dass man gleichzeitig Schadenersatzansprüche der Energiekonzerne generiert, ein Ausstieg organisiert wird. Deshalb bleiben wir dabei, wir brauchen eine gesetzliche Regelung und wir brauchen nicht ein Hin und Her mit fadenscheinigen rechtlichen Grundlagen. Und das ist das, was zurzeit praktiziert wird. Die Kanzlerin hat angekündigt, einen breiten gesellschaftlichen Konsens über Atomausstieg und Energiewende herbeizuführen. Ich frage mich, mit wem? Es ist offensichtlich, dass wenn die Atomkonzerne klagen, mit denen ein Konsens nicht erzielbar ist. Und auch deshalb bleiben wir dabei. Es braucht gesetzliche Regelungen und kein Konsens. Diese Konsenssoße, die wir hatten in der letzten Zeit, hat dazu geführt, dass die Laufzeiten der Atomkraftwerke verlängert wurden und nicht, dass die Interessen der Bürger, die ja gegen die Laufzeitverlängerung von Anfang an waren, in irgendeiner Weise berücksichtigt geworden wären. Wir wollen dabei mit folgenden Themen die Position der Linken einbringen. Und das ist das Thema, wie wird eine Energiewende erreicht, ohne dass die Frage, welche Menschen können sich eigentlich Energie noch leisten
Oder dass die Frage, wer darf eigentlich noch mobil sein in dieser Gesellschaft? Also ohne, dass diese Fragen berücksichtigt werden. Wir wollen das einbringen in diese Debatte. Wir wollen, dass ein Ausstieg aus der Atomenergie in einer Weise erfolgt, dass er nicht zu einer weiteren Spaltung der Gesellschaft führt, dass sich möglicherweise nur noch besser verdienende warme Wohnungen leisten können oder möglicherweise nur noch gut verdienende mobil sind und der Rest der Gesellschaft soll Fahrrad fahren. Das ist genau der Punkt, den wir nicht akzeptieren werden. Und deshalb schlagen wir vor, dass wir einen Schutzschirm für Stromverbraucher organisieren. Und der bedeutet, ein sofortiges Strompreismoratorium einzuführen. Das bedeutet, dass wir eine Rückkehr zur staatlichen Strompreiskontrolle vorschlagen. Und das bedeutet, dass wir die Einführung von Sozialtarifen gesetzlich regeln wollen. Genau um zu verhindern, dass sozusagen zulasten der sozial Schwächeren nun eine Energiewende herbeigeführt wird nach dem Motto, wenn die Leute weniger Geld haben, verbrauchen sie auch weniger Energie. Dann weiß ich, wen es trifft und wer davon profitiert. Das Zweite, wir wollen die Rekommunalisierungskomponente erneut beleben. Das bedeutet, dass wir sagen, Strom gehört nicht an die Börse, sondern in die Hand der Bürger. Und deshalb sind wir froh über den Trend, der in den Kommunen um sich zu greifen scheint, nämlich, dass man wieder eigene Stadtwerke in den Kommunen haben möchte. Es gibt seit 2007 39 Neugründungen, das ist im Prinzip der richtige Weg. Wir wollen, dass wir diese energiepolitische Debatte auch dazu nutzen, die Frage der Demokratie in den Vordergrund zu stellen. Wer entscheidet eigentlich darüber, welche Energie verwendet wird und wer entscheidet darüber, zu welchen Preisen und zu welchen Bedingungen sie angeboten werden. Je mehr dort in zentralen, großen Konzernen liegt, desto weniger haben die Bürger die Möglichkeit mitzureden, was eigentlich mit ihrer Energie passiert. Wir wollen, dass den Stromkonzernen verbindlich die Zusage abgerungen wird, dass sie interessierte Kommunen bei Interesse, Anteile und Konzessionen zu realistischen Preisen wieder überlassen. Meine Damen und Herren, zum Schluss zu diesem Punkt, wir werden uns natürlich weiterhin an den Protesten beteiligen und an den Veranstaltungen und Demonstrationen beteiligen, die zum Ziel haben, einen möglichst raschen Ausstieg aus dieser Technologie zu erreichen, gleichzeitig aber eben mit diesen zentralen Themen Demokratie und mit dem zentralen Thema, dass niemand aufgrund dieser Debatte dann künftig nur noch kalte Wohnungen bewohnen kann. Das Letzte, wir haben uns heute nochmal über den Zustand, in dem sich die Partei befindet, gesprochen, nach den Wahlergebnissen von Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Wir haben festgelegt, dass wir eine breite Debatte in der Partei führen werden, mit dem Ziel, eine Positionierung der Partei vorzunehmen, vor allen Dingen hinsichtlich der Schärfung unseres Profils. Und das Profil der Linken besteht im Wesentlichen in zwei Kernthemen. Das eine Kernthema ist die Frage soziale Gerechtigkeit. Das zweite Kernthema ist die Frage des Friedens. Sagen wir, das dritte Thema, das mit allen zusammenhängt, ist die Frage der Demokratie. Und unsere Vorstellung ist, dass wir nun natürlich die veränderte Ausgangssituation zur Kenntnis nehmen müssen. Eine marginalisierte FDP, eine politische Situation, die Grünen enorme Zusprüche zuteil werden lässt. Drittens eine Sozialdemokratie in der Opposition. Und viertens eine CDU, die offensichtlich nach außen so tut, als würden sie ihre Grundlagen der Politik verändern. Wir müssen eine Debatte darüber führen, wie wir in dieser Situation mit unseren Kernthemen weiter zur Kenntnis genommen werden. Wir müssen auch eine Debatte darüber führen, wie wir trotz der Tatsache, dass viele Menschen zurzeit dieses existenzbedrohende Thema, das ausgeht von der Atomkatastrophe in Japan, wie man also trotz dieser Situation unsere Themen tatsächlich wieder in den Vordergrund drängen können, weil wir der Auffassung sind, dass es dringend notwendig ist, dass die Sozialpolitik und die Friedenspolitik trotz dieser Situation nicht von der politischen Debatte der Bundesrepublik verschwindet. Das haben wir heute festgelegt. Diese Debatte werden wir sehr schnell einleiten und in einer breiten Diskussion mit unseren Funktionären, aber auch mit unseren Mitgliedern in der Partei führen. Unsere stattfindende Programmdebatte ist übrigens auch genau der Ort, an dem wir diese Debatte sehr ausgiebig führen können. Es geht schlichtweg um die Frage, wo ist der
man sagt immer so gern zurzeit Gebrauchswert der Linken. Was ist das, was der Bürger, wenn er uns wählt, von der Linken hat? Und das muss schlichtweg eine Verbesserung seiner Lebens- und Arbeitsbedingungen sein. Wir werden versuchen, genau dieses Thema, dieses Profil in die aktuell laufende Debatte einzubringen.